Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Rust of God, dass du mit mir die Lieben Silence und den lieben Herrn Marek. Ja moin, nicht Herr Marek, Marek. Ja, nein, Herr Marek heißt du jetzt. wir haben letztes Mal oben ein bisschen angefangen mit dem Kreuzen. Da die Folge jetzt direkt danach ist, habe ich natürlich logischerweise noch nichts offscreen gemacht. Aber wir wollen ein wenig was machen. Und zwar haben wir uns überlegt, da das Erkunden anscheinend doch relativ wichtig ist. Wir haben eine Hexe. Was? Verbrennt die Hexe. Nein, die arme Ratte. Sie hat uns so treue Dienste geleistet. Ah, sie stirbt nicht. Vor allem davon abgesehen, dass es wirklich die Ratte, die uns am meisten treue Dienste geleistet hat. Das ist eine von den ersten noch. Ja. Boah, ey, ich bin nur am Äpfel trinken. So. Genau, also wir wollen das U-Boot machen, damit wir ein bisschen schneller von A nach B kommen. Das heißt, ich brauche Aluminium-Plates, auch wenn ich jetzt gerade die ganzen Sachen verbrauche, die wir eigentlich vorproduziert haben. Egal. Ja, und ich brauche Solder. Mal gut, dass du da auch ein bisschen was vorbereitet hast. Sogar mehr, als wir brauchen. Ja. Weil du ja unbedingt 10-6 aufgeschrieben hast. Ja. Ist doch gut. Dann haben wir jetzt was auf Vorrat. Du hast den Scheiß ja auch nicht gecraft. Das tut nichts zur Sache. Engineer's Workbench. Da, Engineer's Workbench. Zack. Einmal die Wings. Dann brauche ich Stahlplatten und Inverplatten. Inver und Stahl. Na? Da hast du deinen Accumulator. Oh nein, bitte nicht. Achso. Ja, Marek macht nebenbei ein bisschen Maschinen fertig. Nur so nebenbei. Ich mach mal wieder die sinnvollen Sachen. Ganz genau nicht. So, na, was mache ich hier eigentlich für einen Mist gerade? Egal, dann tauche ich kurz ab. So, dann... Ach, die kann man eigentlich auch unten drunter direkt platzieren. Active Accumulator brauchen wir eigentlich nicht. Außer für die Maschine, oder? Fällt zumindest noch keinen anderen Sinn dafür ein. Boah, dann mache ich es direkt da drunter und fertig. Production Smelter Zack. Und Pulverizer sind auch fertig. Wunderbar. Und er kriegt Wasser. Und sogar schneller gefühlt. Genau, Marek hat jetzt ein paar Maschinen gebaut. Wir hatten ja die ganzen Sachen. Ja, ich brauche halt nur Stahlplatten und zwar bestimmte Stahlplatten. Ah, nervig. Das finde ich ein bisschen schade, dass da jetzt halt kein Ort-Dictionary dann drin ist. Haben wir noch einen Hammer irgendwo? Ja. So. Hä? Warum? Bin gerade verwirrt. Ist das die richtige Maschine oder nicht? Ach, Blacksmith, nicht Engineering. Ups. Willst du nur machen? Und 9 Stahlplatten muss ich machen. Sind da noch Stahlplatten? Ich habe 2 Sticks gemacht. Ja, das sind die falschen. Da ist kein Ore-Dictionary mit drin. Ach so. Gut, dann brauchen wir den Machine Controller. Haben wir da nicht sogar noch einen von? Nee, schade. Leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Modularium haben wir noch. Dann brauche ich Wiring Kits, die wir natürlich nicht haben. Redstone Coils, die wir natürlich nicht haben. Redstone haben wir. Wir haben auch keinen Redstone? Nicht im System. Achso, ja, ich nehme mal gleich ein bisschen mehr mit. Dann haben wir mal was drin, ne? So. Gerne machen. Haben wir denn zumindest noch Treated? Ja, Treated Wood haben wir noch ein bisschen was. Okay, 2 Buttons. Daran wird es jetzt wahrscheinlich scheitern.
Würde mich zumindest nicht wundern. Dann brauche ich noch Kupfer. Noch mehr Kupfer. Wir haben 3K. Aluminium-Wire. Und das war's. Gut. Dann fange ich mit dem Kram mal an. Wie machen wir nochmal Treated Sticks? Die haben ein blödes Rezept, also so wie du denken würdest, wie sie machen, aber die müssen in einem bestimmten Slot drin sein. Ja. So, ja, toll. Dann 2 von denen. 1 von denen. Und uns fehlt das Tin Solder. Hat das nicht irgendwo? Oh, das ist alle. Shit, ist alle. Ah, leck. Ich brauche einen Solder. Oh, habe ich in meiner Liste noch gar nicht drin. Mensch. Ich mache auch... Ja, ich habe ja... Haben wir nicht Silber? Ja, Silber benutzt du mir. Ich habe quasi an der Seite immer diese ganzen Werkzeuge alle... Ich sag mal im Autocrafting. Also diese Rezeptauswahl. Ich weiß, was du meinst. So, dann haben wir auch das Schiff. Ich sollte mir auch durchlesen, was das ist. Ich werde to explore the ocean deep to probably your chunks. Ja, gut. Das ist klar. To enter the Seamoth, simply right click on it to exit. Sneak to travel. Ah, okay. Dann brauche ich jetzt Hardened Thruster. Okay. Dafür brauche ich die Invar-Platten. Habe ich. Ich brauche sehr viel Zeug. Ja, das beschreibt das eigentlich ganz gut, was ich brauche. Ich brauche Stahlplatten, die habe ich. Und ich brauche Metal Fastener. Hä? Davon habe ich doch zu viele gemacht letztes Mal. Ich habe mal die Kabel hier hinten ein bisschen umstrukturiert, dass die hier nicht ganz so schnell auf den Sack gehen. Okay. Ich habe noch 38 Metal Fastener. Ah, okay. Ich brauchte die ganze Zeit, deshalb. Ja, dann darfst du mir sie jetzt geben. Danke. Du brauchst auch noch einen von denen. Oder das? Das? Ich hasse dich. Wenn du Maschinen craftest. Ich hasse dich. Ich habe die selber gerade alle eben erst gecraftet, das ist sehr leise. Hätte ich jetzt auch behauptet. Wenn wir mal anfangen würden, die Sachen wirklich mehr zu produzieren, als wir sie brauchen würden, wäre das alles kein Problem. Nein, das geht nicht. So. Und so. Dann habe ich jetzt auch die Quest. When you exit the vehicle, there are times you may take it with you. Okay. Claim. Dann ist jetzt das Seefahrzeug. Ich mache das aber erstmal nur einmal. Ja, du erkundest ja eh nicht viel. Ja. Und wirst wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, wenn du die Seeds auf 10, 10, 10 machen willst. Ich, ja. Es wäre vielleicht mal interessant, einmal in den Dungeon reinzugehen, aber ansonsten danach wiederholen sich die Sachen eh nur noch. Ja. Uff, was kriegen wir denn jetzt hier gerade die ganze Zeit an Quest-Zeug rein? Achso, ne, ich habe eine Elektrom-Rüstung gemacht. Nein, ich brauche nochmal. So. Hauptsache, ich brauche ein einziges Stormbrick. Sag mir bitte, wir haben noch einen LV-Kapazitor. Ja. Haben wir per Quest bekommen. Ah, okay. Und wir haben das Seeungeheuer. Weißt du, was das Schlimme ist? Es reicht noch nicht mal. genau. Wenn du das jetzt Tempelruin. Ein bisschen können wir sogar noch einen Key kriegen. Ja, ist dann der letzte, den wir brauchen. So, jetzt brauche ich noch eine Power Cell. Dafür brauche ich Aluminium Plates. Ich würde aber sagen, ich baue gleich mal 2 Stück oder meinst du, eine reicht? Eine Power Cell. Also die kannst du jederzeit wieder aufladen. Das Einzige ist halt nur, dass du dafür dann wieder herkommen müsstest. Musst du jetzt sagen, 1 oder 2? Mach 2. Okay.
Ich weiß halt nicht, wie lange die hält, deswegen. Ich weiß halt auch nicht, wie viel ihr verbraucht. So. Ich habe gleich mal 5 Stück gemacht. Ist fast das gleiche. Gut. Dann haben wir jetzt noch Energetic Infuser. Wolltest du den machen oder soll ich den machen? Den kannst du machen. Können wir nicht machen, Blaze Rod. Gut. Ich habe das Gerät gebaut. So. Yeah, jetzt haben wir was, was wir nicht brauchen gerade. Doch, also die Batterien sind voll. Ja? Ja. Okay. Also du musst halt gucken, dass du vielleicht eine Blaze Rod demnächst mal sammelt. Kommst du mit runter? Ja, mach ich sofort. Bäm. Aua. Zack. Also du musst Shift-Rechtsklick drauf machen, dann kannst du das Inventar von ihm zugreifen. Na, komm schon. Boah, wir brauchen unbedingt langsam mal was Neues zu essen. Pulverizer, Magma Crucible und Induction Smelter. Oh, wunderbar. Können wir jetzt auch noch Waffen dran machen? Das wäre voll geil. Leider nicht. Ey, kommst du wieder her? Ich wollte nur gucken, wie so. Also der verbraucht nicht so viel Energie. Nö. Ich wollte jetzt einfach mal kurz einmal irgendwo hingehen, irgendein Tempel plündern und dann komme ich wieder. Ja. Du hast ein Schwert dabei, ne? Ja. Eins, was fast kaputt ist. Ah, du hast die Zap-Maschine weggemacht. Die was? Die Maschine, die uns Zap gibt. Ja, kannst gerne wieder aufstellen. Weißt du, wie die heißt? Tree Excavator oder irgendwie sowas in der Art. So, ich weiß, es ist... Tree noch mit Excavator, finde ich. Okay, dann, ich kann gleich nachgucken. Arboreal Extractor. Ah, okay. Boah, das ist mies, das ist gerade hier dunkel wie sonst was. Und hier ist nicht mal eine Chest irgendwo. Das hat sich ja echt gelohnt. Ah, hier. Hier ist was. Ein Bett, eine Kiste. Also ich beschreibe das jetzt gerade, hier ist ein Bücherregal drin oder sowas. Aber das hat sich hier kein Stück gelohnt herzukommen für. Beste Voraussetzung. Gibt ja Dungeon und alles. Nö. Ach, da ist das Gerät. Ja, also das Problem ist halt, man sieht bei YouTube jetzt eh nichts, deswegen bringt es halt eigentlich nichts, wenn ich da jetzt großartig erkunde. Das ist auch der Grund, warum ich halt ungern erkunde. Also vor allem, wenn du irgendwie sowas mit Unterwasser und so hast, weil... Wofür? Also du kannst halt nichts machen in dem Sinne, weil sieht man eh nichts bei YouTube. Außer natürlich, du machst das alles extrem hell oder so, aber... Ja gut, Night Vision, ne? Das würde dann gehen, ja. So, ich lass dir mal das Gerät hier stehen. Die Batterien packe ich ins System rein. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr zu tun. Ja, also der Plan war ja eigentlich nur, dass ich bis dahin gehe und dann war's das, aber... Ja. Dann nehme ich nochmal ein paar Quests an. Also, Contact Heat better than others also... You can install cooling gel in your armor. Environments such as the Nether will still quickly heat you to a dangerous level. However, electro armor offers superb cooling capabilities. If you plan a trip to the Nether, a set of electrum armor with cooling gel insert. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Yep. Don't forget to activate good packs, goo bags in your on your hotbar and keep a stash of super cool drinks. On hand. Okay. Gut zu wissen. Dann expanding the hub. Ja, gut. Da ist nicht wirklich was Neues. Da ist auch nichts Neues. Wir sind übrigens doof. Warum? Kann ich dir gleich sagen. Simple Wired Charger. Wir haben ein Gerät bekommen, womit wir laden können. Wobei, nee, das ist doof eigentlich. Ja.
Dann wäre nicht ganz so effizient. Was beim Schwimmen. Ja, hier vorne ist der direkte Ausgang. Wie heißen die Dinger? Wir haben kein Kabel mehr und auch keinen Connector mehr. Echt nicht? Nein. Ah. Und für die Konnektoren musst du noch mehr Kabel craften. Ja, gut. Ich habe gerade eh nichts mit zu tun. Ich muss jetzt darauf warten, dass Saft kommt. Ich pack einfach mal ein bisschen Kupfer durch. Ist da Wire drin? Ja. Gut. Machen wir es mal so. Ich habe schon mal Kupferkabel machen lassen. Ich bin mal so nett zu dir. Eine Chest. Da ist nicht wirklich was Interessantes drin, außer ein Seed. Brokkoli. Ja, gut. Was brauchen wir noch für die Konnektoren? Eigentlich nichts, oder? Treated Wood. Na gut, das könnte ich schon mal machen. Ja, sonst brauchen wir nichts. Hat bei Treated Wood der bessere Bucket funktioniert? Ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Wenn ja, du es in den Coke Open reintust, funktioniert er auf jeden Fall. Ob das mit dem Ember-Teil da funktioniert, weiß ich nicht. Ja, also da funktioniert es, dass man es rausnehmen kann, aber ich meinte mit Craften damit. So, also 48 ist erstmal wieder drinne. Sollte erstmal eine Zeit lang reichen. So, was ist das Prismarin? Dann stellen wir das Ding einfach mal hier auf. Da ist doch ein guter Spot, oder? Man kann sie immerhin von der Seite dann Energie zuführen lassen. Ja. Oh, das Ding ist voll. Das kann man natürlich nicht im normalen Crafting machen. Warum sollte man auch Sachen im normalen Crafting-Menü machen dürfen? Aus Gründen. Ja. So. Okay, 15 Wire habe ich jetzt. Ist nicht unbedingt mehr. Ja, ich verbrauche das Restliche auch nochmal. Ach, man darf ja nicht mit Schiff rausnehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie Leck-Präventivgründe hat. Dass man nicht mit Schiff rausnehmen kann. Weil dann hast du halt immer teilweise sehr viel einfach gecraftet sozusagen. So, 24 Kabel. 24 Kabel und 4 Konnektoren. Mehr geht leider nicht. Da haben wir keine Ressourcen für. So. Zack. Und wir haben einen Charger. Gut, dann würde ich sagen, einmal alles hier wieder zurück. Einmal hier rein. Vielen Dank, dass es geklappt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.